Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 28.12. Ich habe mich jetzt schon mal an einer Art Jahresausblick versucht. Das ging jetzt hier gerade 38 Minuten. Ich wollte Ihnen das jetzt nicht antun und das Video hochladen. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es so lang geworden ist. Deswegen probiere ich mich mal in einer Kurzform. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen jetzt schon mal, bevor ich es nachher wieder vergesse, ein guten Rutsch ins neue Jahr. Deswegen auch das Bild hier. Es ist der letzte Handelstag im Jahr 2018. Am 31. haben dann die Börsen in Deutschland geschlossen. In Amerika ist zwar, glaube ich, Handel, wenn ich mich nicht täusche, da wird gehandelt. Die haben dann erst am 1.1. zu. Und dann geht es überall regulär am 2. wieder los. Das heißt, man hat jetzt hier eben nochmal ein langes, längeres Wochenende vor sich. Das sollte einem bewusst sein, auch wenn man da mit offenen Positionen reingeht. Ja, möchte Ihnen eigentlich dann nur noch mitgeben, dass Sie sich fürs neue Jahr auch gut was vornehmen. Ja, machen Sie sich Vorsätze, schreiben Sie die auf den Zettel, hängen Sie sich irgendwo neben dem Bildschirm, insbesondere was das Trading angeht. Ja, ich mache das auch immer wieder ins Trading-Tagebuch rein quasi, auch was ich mir vorgenommen habe, wo ich explizit dran arbeiten möchte, was ich so als Entwicklungsziele sehe. Es ist einfach schwierig, sich aus der Bewegung heraus zu wandeln, Fehler abzustellen. Da brauchst du immer so ein bisschen so einen Impuls dazu. Ne, ist letztendlich, sowas machen wir beim Seminar ja auch. Ne, das ist, ich gebe Ihnen letztendlich einen Impuls, einen Kopfdreher, sich bewusst und gezielt zu ändern, was einem so vielleicht alleine nicht gelingt. Ja, gezielt anders zu denken, anders heranzugehen und anders zu agieren, um eben dann auch andere Ergebnisse am Monatsende zu haben. Das ist letztendlich das Ziel. Ja, und wenn wir gerade dabei sind, es sind auch noch Plätze frei. Nicht mehr viele, aber es sind auch Plätze frei. 23. 24. Februar in München. Link hänge ich Ihnen hinten mit dran oder auch unter das Video, falls Sie das Video gucken. Aber ja, wie gesagt, nehmen Sie sich was vor, generieren Sie sich die Impulse einfach auch für sich selber, um sich da ein bisschen dran zu binden, sich da dran zu fesseln, was waren die großen Fehler im Vorjahr, und dann lösen Sie sich davon, versuchen Sie sich davon zu lösen. Ja, also im Seminar ist sowas letztendlich mit externer Hilfe, weil es gelingt nicht jedem alleine das zu machen, aber Sie sollten es deswegen trotzdem versuchen. Ja, das ist ganz wichtig, das ist mir ganz wichtig. So, und dann gucken wir jetzt mal auf den DAX. Ich habe hier jetzt auf den kleinen Zeiteinheiten schon ganz schön rumgemalt. Ich lasse das, habe das jetzt auch so drinne gelassen. Ich möchte mit Ihnen mal die Amerikaner noch mit angucken. Und zwar den Dow Jones. Denn das ist ganz schön interessant, was jetzt hier passiert, wie deutlich hier die Gegenbewegung war. Ich habe jetzt zum Mittwoch früh, habe ich einem Bekannten hier im Chat geschrieben, dass ich erstaunlich finde, wie viele Leute denn nun so extrem pessimistisch für den Dow waren, dass der hier diese komplette Bewegung wieder abverkauft, dass der wieder komplett runterläuft und die Tiefs darunter. Es gab so viele, die gesagt haben, ach und das kann doch gar nicht und ah, war doch alles auch nur politisch motiviert und so weiter, das ist doch alles übertrieben. So viele! Ich meine, die haben ja alle recht, aber wenn so viele das denken, ist es immer irgendwo so ein kleines Warnsignal. Ja? Da habe ich ihnen gleich geschrieben, sag mal, ist es gefühlt, ist es nur gefühlt, geht es nur mir gefühlt so, oder ist es tatsächlich so, dass alle extremst sich gegen diese massive Umkehrkatze darstellen und die einfach nicht akzeptieren, die einfach nicht annehmen und die kleinreden. Ja? Und das hat sie aber nicht verdient. Es ist eine kräftige Umkehrkerze gewesen. Es ist eine fulminante Kerze. Das ist der größte Tagesgewinn seit 2009. Wir haben 2019 fast. 10 Jahre hat der Dow Jones nicht mehr solche Bewegungen gemacht. Die amerikanischen Indizes nicht mehr solche Bewegungen in eine Richtung nach oben rausziehen können. Ja, und 2009, im März, als er solche Kerzen geliefert hatte damit den Crash beendet, den Crash 2009 beendet, mit solchen fetten, fulminanten Kerzen. Und da kam nicht nur eine von den Dingern, da kamen noch welche auch hinterher. Und wo stand der Dow Jones da? 2000, ach kommen Sie, wir gehen mal rüber, den kriegen wir bestimmt drauf hier. Was braucht man da? 5000? 5000 müssten reichen, ne?
Bis 2009. 5000 Tage. Reicht sogar noch weniger. Ach komm, das geht. Wir gucken mal rüber. Es geht doch schneller, wie wenn ich Ihnen das jetzt. Habe ich vor uns gar nicht gemacht. Vor uns im Nikkei habe ich mich festgehangen. Dow Jones ist viel wichtiger. So, wo sind wir denn? 2008. So, schauen Sie mal. Das sind die Kerzen hier. Da stand der Dow Jones. Das sind die Kerzen. Oh, auch super Umkehrsignal. Bestätigt. Ne? Hier ein bisschen Doji, ein bisschen zur Seite. Noch fettere Kerze hinterher. Gucken Sie mal. Und was da noch alles hinterherkam. Die Kerzen, die langen grünen Kerzen, da ging nichts mehr hier runter in den Raum. Da gab es keine Rückläufe. Ja, die 6.500 ging dann hoch bis 26.900. Ja, mit so einem kleinen Unterbrecher im Jahr 2011. Aber das war Trendumkehren. Das war das Trendumkehrsignal. Deswegen finde ich es nicht richtig, das jetzt zu klein zu reden und zu schlecht zu reden. Ich will jetzt nicht sagen, Trendumkehr und muss alles nach oben. Und jetzt ja, all in long will ich gar nicht sagen. Nein, ach, das will ich gar nicht. Dafür sehe ich selber fast den noch mal ein bisschen tiefer. Aber man muss auch aufpassen, wenn so ein fetter Schwung jetzt dagegen kommt, dass man dann da auch nun nicht unbedingt dann jetzt hier die ganze Zeit Short gegenhält und sich dann vom Markt überrennen lässt. Das kann auch ins Auge gehen. Ja, insbesondere wenn man vorher die ganze Zeit hier immer gemeint hat, ne, der ist schon weit gefallen, und deswegen hier immer Long reingehauen hat und dann fängt man jetzt plötzlich an, hier Short aufzubauen. Also dann sollte schon was Klick machen im Kopf. Dann läuft was nicht richtig, ne? Und die ganze Zeit hier Long drin stand und runter hoch zu steht man plötzlich Short drin, ne? Dann handelt man irgendwo ein bisschen zu antizyklisch einfach. Ne? Das funktioniert auf Dauer dann auch nicht. Und wenn ich den Dow Jones so angucke, sehe ich hier durchaus so im Bereich um 23.850 bis im weitesten 24.250. Das ist hier so, hier liegen ganz viele Tiefs, markante Punkte, hier liegt das Supertrend, das mittlere Bollingband, hier kommt so viel zusammen. Das ist dann durchaus ein interessanter Bereich, in den der Dow Jones noch reinlaufen kann. 23.850 bis 24.200. Ich bin nun kein Dow Jones-Experte. Ja, ich mache nicht umsonst nur DAX-Videos. Ja, aber wäre es der DAX, würde ich sagen, definitiv, das ist das Rücklaufziel. Und das kann auch noch kommen. Ja, das heißt, man muss sich hier nicht zu sehr verausgaben auf der Short-Seite. Da kann echt noch ein bisschen was hinterherkommen. Insbesondere, wenn er so kräftig drückt, wenn er so viel Schub reinkriegt, so stabil auch die Hochs dann hält. Ich meine, der ist 5% gestiegen. 5,5 oder was. Und dann einfach nur seitwärts langsam 2% hier runter konsolidiert und hat sogar nochmal neue Tageshochs generiert. Also das ist schon eine Leistung. Das darf man nicht verkennen. Okay? Und sollte der Dow Jones aus dieser Nummer heraus diese Trendlinie hier oben angegriffen bekommen, hat er hier die Möglichkeit, sich die nächste Stufe nach oben zu aktivieren. Und zwar die nächste Stufe nach dann hier oben raus. Ja, dann würde man einfach hingehen und würde sagen, okay, wo liegt mein Ziel? Kann zum Beispiel Fibonacci-Retracement nehmen, man könnte auch andere Methoden nehmen und dann sagen, nächstes Ziel 30.295, sobald der Dow Jones diese Linie überwindet. Ja. Und deswegen ist es mir wichtig, hier einfach mal drüber zu sprechen. Da ist deutlich was in den Chart gekommen, was hier gegen eine Trendfortsetzung nach unten momentan spricht. Und solange das nicht wieder rausgenommen wird, solange das nicht nach unten durch neue Tiefs weggerissen wird, kann das durchaus Trendumkehrcharakter besitzen. Das darf man nicht ignorieren. Ich fände es falsch, wenn man es komplett ignoriert und sich drüber stellt. Ich fände es verkehrt. Ja, es kann durchaus sein, dass das hier fakey ist, dass das auch nur politisch motiviert ist und wieder weggedrückt wird. Aber es ist technisch gesehen einfach mal ein Umkehrsignal. Und wenn man sich hinter jedes Umkehrsignal immer wieder stellt und irgendwelche Nachrichten daran zieht, die im gleichen Zeitpunkt gefallen sind und dann deswegen sagt, das kann aber eigentlich nicht, dann wird man letztendlich immer nur dagegen laufen, gegen die Bewegung. Ja, deswegen muss man hier schon ein bisschen feinfühlig rangehen, denke ich. Der hat hier noch Platz nach oben. So, und jetzt muss ich dann aber auch den Knack machen, sonst verfange ich mich jetzt hier wieder in meinen Fremdwerten. Genau, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Punkt. Ich mache jetzt hier den Punkt. Okay? Also Dow Jones aus der großen Ebene heraus sollte man auf jeden Fall so den Bereich 25.500 im Blick behalten. Darüber ist es meiner Meinung nach äußerst wahrscheinlich, dass der Dow Jones aufgrund auch der erhöhten Volatilität, sollte es dem Dow Jones gelingen, innerhalb der nächsten
ein, zwei Monate diesen Bereich, diese Linie oben einzunehmen und zu überwinden, werden wir sehr wahrscheinlich eine absolute Übertreibungs- und finale Abschluss-Hype-Bullenphase, Rallye-Modus, Abschluss-Party nach oben sehen. Das kann in dem Tempo auch durchaus dann Zug nehmen. Das ist so wie beim Bitcoin letztendlich, wie bei vielen übertreibenden Werten. Das beschleunigt dann hinten raus meistens auch noch mehr. Der Bitcoin hat es zum Beispiel auch dann innerhalb von ein paar Wochen nochmal verdoppelt. Wenn Sie 1999 hingucken, den Nasdaq zum Beispiel, Nasdaq 100, auch amerikanischer Leitindex für die Technologiewerte, hat sich auch verdoppelt. 100% gemacht 1999, wenn ich mich recht entsinne. Oder 98, egal. Aber da ist dann Schmackes drin. Das heißt, wenn er oben rausgeht, spätestens dann sollte man aber das auch ganz ernst nehmen, was hier passiert ist. Denn dann kann hier nach oben noch viel kommen. Und deswegen möchte ich ihn einfach nochmal ein bisschen sensibilisieren für die Kerzen. Solange die jetzt hier nämlich grün drin stehen, kann da auch noch ein bisschen was hinterherkommen und jetzt sich hier hocharbeiten. In der Regel ist es so, wenn ich zum Dow Jones was sage, passiert dann erstmal das Gegenteil. Aber nehmt es bitte ernst. Im Zweifel dann einfach nichts machen. Aber ich... mir gefällt es nicht, wie die Leute das hier so verteufelt haben, diese lange grüne Kerze, wie sich alle da dahingestellt haben und gesagt haben, das kann da alles nicht, das stimmt doch nicht. Das halte ich nicht für gerechtfertigt. Das hat er nicht verdient, dort schon. Das hat er so gut gemacht hier, die grüne Kerze. Da muss man schon aufpassen, dass man dann auch nicht den neuen Trend verpennt. Wenn man dann hier oben erst wieder anfängt, Long zu suchen, wird es nicht einfacher. Ja. Deswegen schön aufpassen, hier kann noch was kommen. So, und jetzt gucken wir auf den DAX. Jetzt gucken wir auf den DAX. Im DAX. DAX gefällt mir nicht. Tagesschart weiterhin. Für mich ganz schönes Rumgedrücke hier. Also der liegt mir nicht in meiner Analyse drin. Das muss man einfach mal so festhalten, dass wenn man hier die letzten Wochen, Monate sieht, bis in den Oktober rein, hier ab Oktober ging das dann los, dass er hier einfach nicht mehr auf meinen Routen liegt, nicht mehr gut läuft. Er hat meinen Kaufzone, die wir hier platziert hatten, hat er angelaufen. Hat er knapp angelaufen, schon letzten Freitag. Die hat er gehalten. Jetzt gab es hier so zwei Kerzen, die eigentlich nicht echt sind. Das waren außerbörsliche Bewegungen über die Feiertage. Da hatten viele Broker geschlossen. Der Broker hier, der die Kurse gestellt hat, aber nicht. Hat er deutlich durchgeschlossen. Jetzt haben wir den ersten regulären Tag gehabt, in dem er mal angelaufen hat und auch richtig angelaufen hat. Und er hat das per Tagesschluss verteidigt. Hat aber auch sehr stark überrissen. Sehr stark deutlich drunter getreten und hier sogar die außerbörslichen Tiefs nochmal bestätigt. Das heißt, unser DAX, auch mit der Tageskerze, sieht sich wesentlich schwächer aus, als die Amerikaner aussehen. Das muss man einfach dazu sagen. Ich würde deswegen schon fast davon ausgehen, dass es sich zum Freitag hier jetzt auch nochmal schwer tut, mit dem, was das werden soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass er unterhalb der Linie mal arbeitet und oberhalb der Linie arbeitet und dann aber letztendlich hier ein bisschen zur Seite rausgeht. Ja, das wäre jetzt meine favorisierte Variante für den Freitag. Einfach noch ein bisschen Stabilisierung auf unserer Kaufzone, die auch weiterhin ja noch an Wirkkraft gelingen oder erwirken kann. Ja, aber er braucht dann die grüne Kerzen drauf. Rechnen wir mal die zwei Kerzen raus, hier, die hier außerbürstlich reingetreten wurden. Hat er nämlich bisher nur hier rote hingestellt. Ja, und solange das so bleibt, läuft er eher Gefahr, dass hier noch weiter runtergereicht wird. Und dann kommen wir auch nachher noch dazu. Nee, das machen wir gleich. Kommen dann noch ganz andere Ziele unten. So, das sieht so sieht es im kurzfristigen Bild aus, was ich mir vorstellen kann. Ich habe das hier mal ein bisschen beschleunigt, hatte das vorhin schon fertig gezeichnet und habe es jetzt gelassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mit dem Schwung des Donnerstagabends man noch versucht, hier oben die 10,572 nochmal anzulaufen. Ja, das ist einfach hier so der Bereich, wo auch das letzte, dieses markante Tief hier liegt, dass man da einfach nochmal von unten so ein bisschen dran knallt. Dann schon wieder deutlicher Fahrt rausnimmt, bisschen bedacht rangeht, jedenfalls auch das Xetra-Gap dann zumacht, was wir 17.30 jetzt hier stehen lassen haben, also da nochmal runtergesteuert kommt und sich dann mit den Amerikanern wieder ein bisschen stabilisiert, aber nicht zu übertrieben. Ja, das wäre so meine favorisierte Route, was ich für den Freitag mitgeben würde. Oberhalb hätte ich noch nach wie vor den interessanten Ziel- und Erholungsbereich um 7.30 bis 7.66. Den möchte ich Ihnen auch hier nochmal mitgeben. Und unterhalb möchte ich schon festhalten, dass man unterhalb von, ja, sagen wir mal 10.300, unterhalb von 10.300, 10.275 vermutlich auch nicht schlecht angetan ist, wenn man sich da einfach mal ein bisschen Short zur Absicherung mit reinlegt. Denn das kann dann schnell tiefer gehen. Wir haben dann hier ein Gap bei 10.175, was noch geschlossen werden kann. Sollte das Gap nicht halten, würde der DAX sich darunter sogar weiteres Abwärtspotenzial
aktivieren und könnte dann nochmal richtig auf die Kacke hauen. Unter 10.000 bis ran an die 9.900 dürfte es dann gehen. Und damit würde ich jetzt auch mal so ein bisschen in einen Jahresvorausblick, zumindest für ein paar mehr Wochen, Monate, mal reinschauen, was ich mir im DAX sehr gut vorstellen könnte. Ich möchte mich dabei bewusst auch von den Amerikanern lösen, denn ich möchte mit ihnen nur den DAX analysieren. Wir schauen mal in den Wochenchart. Im Wochenchart passt, sehen wir etwas, was eher mehr auf das passt, was wir bei den Amerikanern sehen, dieses Umkehrsignal. Denn wir sehen im DAX drei Abwärtstrends, die aufbeschleunigt haben. Ja, der erste, der zieht hier raus, dann hat sich eine Beschleunigung entwickelt, das ist die zweite Form, und dann gab es noch eine dritte Form, die jetzt hier eben unten quasi auf dem Channel aufgelaufen ist. Bisher hat der DAX immer sehr schön auf den Channel reagiert. Sie sehen, dass hier der erste, also hier runter, hoch hat er ja hier sehr schön reagiert, beim zweiten hier, zack, zack, auch hier schön reagiert und sich ein paar Tage aufgehalten. Dann kam die dritte Beschleunigungsstufe und auch die hat jetzt angelaufen. Häufig sehen wir es im DAX, dass er eben diese drei Beschleunigungen reißt und dann erstmal wieder in eine Konsolidierung, Erholung reingeht. Auf Wochenchart-Ebene hätte die momentan tatsächlich schon ein Ziel um die 11.500 rum. Ja. Im kurzfristigen Bereich 11.050, 11.200, ne, das ist das, was aus dem Tageschart kommt. Im Wochenchart hätten wir ja hier schon durchaus fast an die 10.500 bis dann sogar 10.000, 11.700. 11.000 bis 500, 11.700 wäre aus dem Wochenchart ein Erholungsbereich, wenn der DAX den ersten Channel nach oben geknackt bekommt. Gehen wir. Nee, aber Moment, auch hier können wir noch einen Punkt machen. Weiterfallen darf er natürlich jederzeit. Aus Wochenchart-Ebene hätten wir dabei hier jetzt noch Potenziale bis gut und gerne unter die 10.000. Er könnte sich sogar innerhalb der nächsten Wochen noch gut und gerne auch im Channel runterhangeln. Hier nochmal 9.900, 10.000 erreichen. Sollte er raus beschleunigen, rausbrechen aus dieser Bewegung schon in der ersten Januarwoche, hätte ich bei 9.400 dann hier was. Gehen wir noch ins Monatschart und sprechen jetzt mal ein bisschen darüber, was hier jetzt noch kommen kann. Denn wir sehen was sehr Markantes. Wir sehen fünf Monatskerzen hintereinander. Machen Sie sich mal den Spaß. Machen Sie sich mal irgendwo auf TradingView oder sonst wo in DAX auf. Machen Sie mal den Monatschart auf und suchen Sie mal eine Folge von sechs roten Monatskerzen. Da wird Ihnen ein was auffallen. Gibt's nicht. Oder ich glaube ein einziges Mal, und das war 2002. Ansonsten gibt es komplett nicht, können Sie bis 1954 oder was weiß ich wann zurückgehen. Ja, also wir haben hier schon etwas sehr Außergewöhnliches gesehen im Jahr 2018. Eine sehr extreme Abwärtsbewegung, ja auch bei den Amerikanern, ne, wenn man dort die Bewegung sieht. Das lässt jetzt zwei Optionen offen. Entweder bereitet sich der Markt auf eine absolute letzte finale Übertreibungsrallye nach oben vor und kitzelt hier einfach noch mal die letzten raus. Oder aber wir gehen jetzt tatsächlich hier in den richtigen Bärenmarkt über, der dann auch über 2, 3, 4 Jahre anhalten kann. Ja, und ich denke, wir sind relativ dicht an der Entscheidung, was da kommen soll. Wir hatten hier ja drüber gesprochen, solange der Markt aus dem Band geht, könne er noch mal so eine lange rote Kerze hier wegdrücken. Ja, solange, das hat er gemacht. Die hat er gemacht. Ich habe es eigentlich selber nicht geglaubt. Ich habe es immer wieder gesagt, habe mir aber gedacht, naja, jetzt wird er schon nicht machen. Hat er aber gemacht. Vom Muster her sehen wir, dass er jetzt hier wie hier etwa ein gleiches Bild gemacht hat. Das heißt, wir könnten sogar jetzt hier hingehen und hier einen Channel anbauen. Ja, könnten jetzt hier hingehen und sagen, okay, setzen ihm einfach mal einen Channel. Und da sehen wir, der hat auch gar nicht mehr so viel Platz. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt hier, das ist eigentlich so ein bisschen mein Bild für das nächste Jahr. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den hier unten noch anlaufen. Dass wir den jetzt im Januar noch unten triggern. Dass der DAX nochmal so einen richtigen Spike nach unten reinbekommt. So ein Sell-off. Nochmal so ein richtiges zum Januaranfang oder zum Januarbeginn einfach nochmal so ein, für alle, die sich gesagt haben, na, sie gucken sich die erste Woche im Januar noch an und entscheiden, ob sie ihre Position abstoßen, dass man die einfach nochmal rausknallt. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass der DAX die Linie hier attackiert, sich von der aber dann doch stabilisiert über die Seitwärtsachse. Hier ein bisschen seitwärts reinbringt, eine erste kleine grüne Monatskerze vielleicht sogar schon zum Januarende hinstellt. Gegebenenfalls aber auch erst zum Februar. Ja, dass er 2 Monate hier auf der Kante aushängt
und hier einfach ein bisschen auf die Seite macht. Ich gehe davon aus, dass wir über den Februar wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen, dass sich der DAX ein bisschen auspolt und sich dann aufdrehen kann. Dann hätte ich so bis Juni, Juli Rücklaufziele auf der Oberseite, die durchaus bei 11.700 bis 12.100 auszumachen sind. 11.700 bis 12.100 wäre dann in meinen Augen so dieser Bereich, in den der Markt wahrscheinlich dann zurücklaufen würde nochmal, bevor er dann voraussichtlich entweder, je nachdem wie schnell er da hochkommt, ja, wenn er schon im März hier oben steht, geht er sehr wahrscheinlich in die Übertreibungsphase. Zusammen mit den Amerikanern oben raus steht schon im Juni schon wieder an den Hochs hier oben. Ja, macht es aber nicht, lässt es sich hier Zeit, lässt es sich auch hier unten Zeit und kommt erst Juni, Juli hier oben ran, gehe ich schon davon aus, dass man den hier wieder nach unten abdreht. Und dass er dann ein richtig, richtig böses Jahr 2019 bekommen kann, indem er nämlich schon im Sommer sehr schwach tendiert. Muss ja sagen, unser DAX hat ja sich über den Sommer eigentlich sehr stabil gehalten. Er ist ja erst spät gekommen. Oktober, November, Dezember, das sind eigentlich die Monate, in denen sonst die Märkte immer wieder hochtendieren. Ja, ich denke, dass es in 2019 dann tatsächlich schon im Sommer richtig knallen kann, wenn er eben sehr langsam hier hochkommt. Das heißt, sollte der Markt, zeichnen wir es mal ein. Sollte der Markt hier eine Bewegung machen, die man in etwa so zeichnen könnte, würde ich davon ausgehen, dass er hier richtig, richtig nochmal austritt und hier auch deutlicher runterfallen kann. Sollte er sich hier oben raustreiben, 12.400, da würde ich das für festmachen, und dann sehe ich den hier tatsächlich echt noch über die neuen Hochs da drüber brechen. Ja, ich passe das jetzt mal ganz kurz an. So wäre meine Erwartungshaltung für jetzt 2019. Ja, also im Endeffekt rechne ich eigentlich mit einem Seitwärtsjahr. Denke, dass wir uns nach unten und nach oben ein bisschen austreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier unter die 10.000 noch greifen. Fände es gut, wenn der Markt sich dort aber stabilisiert. Sollte er darunter hinausgehen, dann, also das nehmen, können wir gerne auch mit reinnehmen, aber dann wird das richtig, das wird richtig brutal halt, ne? Also da unten klappt er alles auf. Geht er hier aus dem Trend noch raus, bricht er die Flagge nach unten. Es ist ja keine Flagge, es ist eben ein Trend, ein Bewegungsmuster hier, ein Channel. Aber dann plus Mahlzeit. Also dann dürfte er auch die 8.350 hier nochmal ausloten, ja. 8.350, 8.300, das wäre so das Ziel dann. Das sind auch noch offene Gaps aus 2000, ja, schießen Sie mich tot, 2014 oder so, gibt es tatsächlich auch noch offene Gaps, 8.300 noch was. Ja, das wäre dann so, das wäre das absolute Übertreibungsziel, wenn der Markt jetzt hier zu sehr nach unten rammelt. Ja, das können wir ja auch nochmal mit reinsetzen. Gut, und damit wäre ich dann im Prinzip für meine Analyse durch. Hier auch mal ein bisschen im Blick vielleicht ins Weitere, auch wenn ich dazu sagen möchte, dass das nicht ausgewiesen mein Spezialgebiet ist, langfristige Analysen zu erstellen. Eigentlich eher mehr in dem kurzfristigen Bereich unterwegs. Aber das mal so gesehen haben, wie ich einfach das vorstelle, worauf ich ein bisschen achte, ne? Insbesondere auch die Amerikaner, wie schnell die und wie gut die da ihren Boden nun halten, was die da jetzt aus ihrem Umkehrsignal machen oder ob sie es direkt wegdrücken und weitere Tiefs runtermalen. Also dann ist hier noch gut Platz nach unten. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, dann schauen Sie mal, dass Sie zum letzten Handelstag jetzt hier vielleicht noch was rausbekommen oder lassen Sie es einfach sein. Es ist auch momentan sehr viel Bewegung. Das ist nicht unbedingt einfach. Jetzt bin ich zwar doch wieder einiges über die gewohnte Zeit rüber, aber wie gesagt, wir haben ja auch mal ein paar andere Märkte mit durchgesprochen und mal ein bisschen weiter auch im DAX geblickt. Und deswegen, ja, denke ich, ist das auch okay. Sie denken an Seminar, falls Sie mitkommen wollen, ja. Wie gesagt, viele Plätze gibt es nicht mehr. Pack jetzt den Link nochmal mit hinten dran. Und ansonsten wünsche ich Ihnen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns zum, ja, 1.1. wieder, beziehungsweise, nee, zum 2. Wann geht's los? Am 2. Am Mittwoch. Ja, am 2. Dann sehen wir uns wieder. Na? Bis dahin, viel Erfolg, gutes Gelingen. Ciao.